Nach einer beschwerlichen Reise kamen wir am Abend des 29. Juli 1921 an unserer neuen Wirkungsstätte an. Am 5. August sollte die Klinik eröffnen. Um einige Vorbereitungen zu treffen, war es durchaus sinnvoll, schon vorzeitig an Ort und Stelle zu sein. Darüber hinaus kannten wir die Arbeit in einem Krüppelheim gar nicht. Die Pflege von orthopädisch erkrankten Kindern war für uns noch ein Buch mit 7 Siegeln. In dem durchaus beeindruckenden Eingangsbereich der Klinik im Johannistal empfing uns ein Beamter der benachbarten Heil- und Pflegeanstalt. Er führte uns zu unserem neuen Arbeitsplatz und drückte uns die Schlüssel der vorhandenen Häuser in die Hand und verabschiedete sich freundlich. Gespannt schlossen wir auf und betraten unsere neue Wirkungsstätte. Diese bestand aus 2 sogenannten Kinderhäusern, einem Lazarett und einem Schulgebäude mit Lehrerwohnung. In dem Schulgebäude wohnten der Schulvorsteher Kramer und der Apotheker der Nachbarklinik mit seiner Familie. Und für uns hatte man in der Lehrerwohnung einen Bereich abgetrennt, bestehend aus einer Küche und einigen kleineren Zimmern. Die Kinderhäuser, die heutige Ambulanz und die Stationen 4, 5 und 6, fanden wir noch voneinander getrennt vor. Liegehallen gab es ebenfalls noch keine. Entsetzt sahen wir in leere Räume, kein Bett, kein Schrank. Nur ein einsamer Kohleofen, ein Tisch und ein paar Stühle waren in den uns zugedachten Räumen vorhanden. Jetzt war die große Frage, wo sollten wir schlafen? Schnell wandten wir uns an die Nachbarklinik und hatten Erfolg. Wir bekamen von dort Betten und Bettzeug. Dieser erste Abend zeigte uns, dass in den wenigen Tagen, die wir noch vor dem Eröffnungstermin hatten, noch einiges geleistet werden musste, um aus diesen Räumlichkeiten eine ansehnliche Krüppelanstalt zu machen. Auch das umgebende Wald- und Wiesengebiet war in einem katastrophalen Zustand. Bei schlechtem Wetter würden Menschen, Tiere und Fuhrwerke im Morast buchstäblich stecken bleiben. So galt hier wortwörtlich das Sprichwort: Aller Anfang ist schwer. Am nächsten Tag machten wir einen Plan, was alles zu tun war. Als erstes säuberten wir von Grund auf sämtliche Räume. Wir erbaten uns von unserer Nachbarklinik weitere Betten, Schränke und Bettzeug. Mit einem großen Einkaufszettel fuhren wir dann in die für uns völlig unbekannten Nachbarstädte Süchteln und das größere Viersen, um Möbel, Küchengeräte, Wäsche, Lebensmittel und alles weitere dringend Benötigte zu besorgen und auch um die Nachbarschaft zu erkunden. Ein Abenteuer!